Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Vlog, in dem ich Marvin mit seinem frisch tätowierten Vater überrascht habe. Oh mein Gott, das ist so riesig. Fällt dir irgendwas auf an ihm? Und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Wiedersehen. Und zwar auf unsere Art. Erinnerst du dich, als wir Marvin mit Marvins Dad mit dem Tattoo überrascht haben? Seine Mutter? Ich dachte mir, es ist ja voll schade, dass Marvin zu seinem Dad so eine enge Verbindung hat, aber nur mit seiner Mom bis jetzt eine Nabelschnur geteilt hat. Du bist hängen geblieben. Hat der Vater schon Ja gesagt? Ja. Nein. Doch. Nein, du hast doch gefragt, was ist wrong mit dieser Familie? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also denkst du, es ist eine gute Idee? In der Geburtsheilkunde gilt die Nabelschnur als Schmuck der Haut. Das stimmt zwar nicht, aber ich brauche irgendwie eine gute Überleitung zu Piercings. Und damit Marvin bei der Überraschung auch sieht, wie schön so ein Piercing sein kann, habe ich meine Assistentin Victoria losgeschickt, um seinen Vater auch schon mal mit der Thematik vertraut zu machen. Und zwar beim wahrscheinlich einzigen Tätowierer, der keine Nadelstiche sehen kann. Ich habe jetzt nur mal zurückziehen, das ist ein bisschen, weil du mich verpasst. Du kannst wieder herkommen. Ja, ganz sicher. Nach dem erfolgreichen Makeover war es nur noch Zeit, die anderen abzuholen. Die standen nämlich wie immer schon topfit in den Startlöchern. Nina, ich dachte, du bist heute dabei. Bei was? Wart ihr alle so hart feiern gestern? Ey, Digga, ich bin noch immer besoffen. Warum bist du eigentlich so orange? Was ist, was ist jetzt auch Spray-Tan? Das erinnert mich an Malenchi, wie sie so orange war. What the fuck? Warum bist du so orange? Ich erinnere dich nicht das an Donald Trump. Stimmt eigentlich. Mit ja, kannst du mal die Frisur so nach hinten machen? Oh mein Gott! Von der Seite warst du! Machst du dich gerade noch fertig im Aufzug? Du weißt, dass die Bräune in deinen Zellen ist. Weißt du, wie Selbstbräune funktioniert? Machst du dir immer noch die Bräune weg? Marvin, du müsstest dir jetzt kurz die Augen verbinden. Ich hab den Masken. 3, 2, 1. Es war so klar, dass wieder der Papa ist. Was hast du gemacht, Papa? Ready for the real shit? Wie findest du es? Bauchnabelschild-Papa! Ich finde, du und dein Dad habt ja so eine schöne Verbindung. Und es ist ja voll unangenehm, dass du nur mit deiner Mom eine Bauchnabelschnur geshared hast. Vielleicht können wir heute das ändern. Sind das Analkugeln? Nein, das sind keine Analkugeln! Du willst jetzt, dass ich mir ein Bauchnabelpiercing steche, dass das Ding da und an meinen Dad rankommt. Siehst du, er ist gar nicht so dumm, wie wir dachten. Das sieht es fast nicht. Ja, ich finde auch, das fällt gar nicht auf. Victoria, wieso? Erstmal Victorias Idee. Ich sag dir gar nicht! Wie schmerzhaft war es? Sei ehrlich kurz. Wie gesagt, wenn es von 1 bis 10 ist, muss es auf minus 5 gehen. Wirklich jetzt? Er war echt das ist sicher drauf. Nur wegen deiner scheiß Wampen. Mir tut's sicher nicht. Hau doch nicht drauf, das ist nicht. Ah, fuck it, ich komme hier nicht außen drum. Oh, oh, oh. Okay. Hui. Oh, der Vater auch. Wie der Vater so oder so. Warte, ich lösche Mike's Nummer aus deinem Handy. So, also. Weil mein Bauch wird ausgemessen. Was? Ja, es ist jetzt was anderes. Geht ja wohl schon speziell vor die Zange. Oh mein Gott. Meine Eltern haben mich früher ins FKK-Bad mitgeschleppt und ich habe da alles gesehen. Das war krass. Oh, das kommt so random gerade. Die anderen Mädels werden alle neidisch sein. Sei mal ein bisschen dankbar. Ich werde gleich mit meinem Dad zusammengehängt. Ah ja, stimmt. Ich habe voll vergessen. Hab ich vergessen, dass da auch noch was kommt. Hast du das gemacht? Ich glaube, ich habe noch nie was Schöneres gesehen. Hiermit erkläre ich euch zu Vater und Tochter. So. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Gleich kommt noch was, aber vorher folgt Marvin auf Instagram. Da hat er ein Bild mit der Bauchnabelschnur gepostet. Und danke fürs Abonnieren. Denn 2/3 von euch haben es noch nicht gemacht. Und die werden so einiges verpassen. Peace. Fällt dir eigentlich was an Nina auf? Das ist ein bisschen dunkler. Ah, und bist du auf anderen Seiten gehen, oder?